Spätestens mit dem 5. Lebensjahr sollte eigentlich ein Kind seine Urin- und Stuhlproduktion kontrollieren können. Und ab dem Moment auch würde man sagen, man untersucht, wenn das nicht der Fall ist, und behandelt das dann auch. Gerade das nächtliche Einnässen, was am häufigsten im Kindesalter ist, ist eine durchaus komplexe Leistung zwischen Gehirn, Nerven, Harnblase und Schließmuskel. Und da gibt es Entwicklungsverzögerungen, die oftmals genetisch bedingt sind. Das heißt, dass auch eventuell eins der Elternteile als Kind damit ein Problem hatte. Zunächst schaut man nach, liegt wirklich kein organisches oder größeres psychisches Problem als Ursache vor, was im Regelfall nicht der Fall ist. Wenn es so ist, dass das typische kindliche Einnässen vorliegt, dann gibt es zwei Behandlungsmöglichkeiten. Die eine funktioniert mehr, dass das Gehirn und die Blasenmuskulatur, dieser Lernprozess in Gang gesetzt wird über eine Klingelhose oder Fachbegriff apparative Verhaltenstherapie. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, dass man mit einem Medikament, das ein Hormon darstellt, das wir eigentlich im Erwachsenenalter selber produzieren, die kindliche, nächtliche Urinmenge reduzieren. Und auch dann reicht eben im Regelfall die Blasenkapazität aus, dass der Urin bis zum frühen Morgen gehalten wird.